In diesem Video zeige ich euch, wie man die Pulsfunktion der Picotic 200DC verstellt. Die Picotic 200DC hat die sogenannte Mittelwertpulsfunktion. Die Mittelwertpulsfunktion hat den Vorteil, dass die eingebrachte Schweißleistung beim Verstellen der Parameter immer gleich bleibt. Um die Charakteristik der Pulsfunktion zu verstellen, muss als allererstes die Pulsfunktion aktiviert werden. Zum Aktivieren der Pulsfunktion drückt man so lange die Umlauftaste, bis im Display PUL erscheint. Durch Drehen des Drehknopfes wird die Funktion auf On angestellt. Nachdem die Pulsfunktion aktiviert wurde, kann die Charakteristik des Pulses verstellt werden. Um die Frequenz zu verstellen, drücke ich die Umlauftaste so lange, bis Frequenz angezeigt wird. Durch Drehen des Drehrades kann ich die Frequenz beim Wickschweißen von 0,2 bis 2000 Hz frei verstellen. Durch langes Drücken der Umlauftaste gelangen wir ins Hintergrundmenü, wo dann die Balance verstellt werden kann. Mit der Balance kann die Dauer der zwei Stromphasen prozentual verstellt werden. Durch erneutes Klicken der Umlauftaste gelangen wir zum IPL. Der IPL ist der maximal gefahrene Hauptstrom prozentual vom Mittelwert. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir einen Mittelwert von 100 Ampere haben, wird der Maximalwert bei 150% 150 Ampere betragen. Wenn ihr weitere Fragen zu der Pulsfunktion oder zu anderen Produkten von EWM habt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht.